Ich habe Bartmülleimer gefunden. Eure Mavi und willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem neuen Umflugsvideo. Ich mache gerade ein bisschen mein Bett und heute will ich immer mein Zimmer dekorieren und endlich einrichten. Vorsicht, Lindy, du liegst ein bisschen im Weg. Ich falle gleich über die Linda. Wir fahren auch gleich mal zu Ikea, weil ich brauche noch ein paar Möbel. Also ich brauche noch einen Schreibtischstuhl und ja, muss nur noch eben mein Bett zu Ende machen und dann fahren wir auch schon los zu Ikea. Eigentlich wollten wir das gestern schon machen, aber da haben wir es irgendwie nicht geschafft. Wo ist denn mein anderes Kissen jetzt hin? Egal, nehme ich das hier. Aber heute geht's endlich los. Linda, was machst du da? Die will die ganze Zeit raus. Wir haben dir letztens so eine Katzenleine gekauft. Damit kann die dann immer rausgehen. Wie niemals. Ja. Ich stecke mir dabei mal so einen kleinen Garten ab. Wir wollen nicht, dass die überall lang geht, weil hier kennst du dich ja gar nicht aus. Wir wollen nicht, dass sie wegkommt. Aber jetzt geht's erstmal los zum Möbel shoppen. Vor allen Dingen, die bringt mir gar nichts. Die kann die Straßen nennen, wie sie will. Ich sehe ja eh keine Straßenschilder. Weißt du? Wir haben es geschafft. Wir haben uns nur sehr oft verfahren. Aber jetzt sind wir im Ikea angekommen. Boah, oh mein Gott, es ist so kalt hier drinnen. Draußen ist es echt über 30 Grad, die drin machen. Die so hat die Klimaanlage an. Oh, warte, kann ich das Nachttisch benutzen vielleicht? Das sieht eigentlich ganz süß aus. Warte mal. Ich merke mal den Nachttisch. Nicht reintun, ne? Ach so. Ja, das ist reintun. Der hat keine Schubladen, aber sonst ist der eigentlich ganz süß. Ich habe Bartmülleimer gefunden. Wir nehmen jetzt einfach so kleine, die können wir dann auf den Waschtisch halt auf die Ablage da stellen. Ah, da kommt noch einer. Stell mal hier drauf. Ja, noch einer für Max. Ich sehe nichts mehr. Hilfe! Unsere Ausbeute, zwei volle Wagen. Ich habe zum Glück alles wägen. Was? Nein, ich lasse es jetzt da drin. Ich mache das nicht nochmal neu. Ist egal. Wägen dann halt. Aber mein Tisch, den ich eigentlich haben wollte, war nicht da. Ich habe es genommen, den ich am Anfang gezeigt habe. Aber ja, wir packen jetzt alles ins Auto. Wir haben zum Glück noch das große Auto. Das haben wir uns in der ersten Woche als Mietwagen genommen. Da sind wir heute noch schnell hingefahren. Wir müssen das nämlich heute abgeben. Oh, die Dinger sind schwer. Ausbeute. Wartet, hier liegt alles. Also ich habe hier meinen Schreibtischstuhl, der sieht gerade ein bisschen aus wie ein Kindersitz, weil noch kein Gestell unten dran ist. Aber ich wollte so ein bisschen beige mit reinbringen in mein Zimmer. Deshalb habe ich auch hier schon diese Collagewand, also die habe ich schon von zu Hause mitgenommen. Da sind ganz viele Beachbilder. Da habe ich noch ein kleines Problem. Ich weiß nicht genau, ob ich sie hier hinhängen soll, also bei dieser Wand, oder doch lieber eher hier beim Schreibtisch. Und dann weiß ich auch nicht, ob ich hier nur bis zum Fenster gehen soll oder die ganze Wand. Ja, da muss ich auf jeden Fall noch gucken. Dann habe ich diese Kiste hier gefunden, also muss man noch so zusammenklappen. Da könnte ich auch irgendwie so Krimskrams vielleicht reintun. Da habe ich mal einen Mülleimer mitgenommen. Ich brauchte einen Mülleimer, hat nämlich noch keinen. Und hier ist dann mein Nachttischchen drin. Also diesen muss ich jetzt gleich erstmal hier rausbringen, abbauen. Da habe ich hier noch zwei Regale, auch so ein bisschen so beige-braun-holzig. Und dann habe ich hier auch noch ganz viel Deko, aber die ist nicht von Ikea, die hatte ich schon. Und hier habe ich auch noch dieses Sitzkissen, was dann auf meinen Schreibtischstuhl draufkommt. Und ich glaube, ich baue jetzt erstmal meinen Stuhl zusammen und dann schaue ich weiter, was ich da noch machen kann. Boah, seht ihr das? Meine Haare kriegen hier unter den Haaren so voll Locken. Also die wählen sich so richtig lustig. Wo ist denn jetzt das Gestell hin? Da, was ist das? Mal hier. Ah, ich hab's. Das kleine Päckchen müsste da alles sein. Ja, der Bliesgeher. Boah, das ist schwerer als ich dachte. Hilfe. Oh, hoffentlich fällt mir jetzt nicht die Kamera runter.
Okay, hallo Licht, Planänderung. Meine Mama hat gesagt, ich soll erst das Nachttischchen aufbauen und das andere abbauen, beziehungsweise rausstellen, weil der Stuhl wäre alleine zu kompliziert. Oh mein Gott, das glaube ich auch gerne, weil das Ding ist alleine richtig schwer. Okay, ich habe es geschafft. Ich habe es einfach hier nach draußen verschleppt. Mal gucken, wo das hinkommt. Das braucht eh niemand mehr. Aber jetzt versuche ich mal, das Ding hier aufzubauen. Nach gefühlt 100 Jahren und 10 Nervenzusammenbrüchen später hat Mavi es dann auch mal geschafft, einen Nachttisch zusammenzubauen, wo ich dachte, der dauert nur 2 Minuten. Aber ich war ein bisschen zu doof, um die Anleitung zu lesen. Aber jetzt habe ich es geschafft. Hier ist mein neuer Nachttisch. Also ich finde den cool. Also ich stelle ihn mal an den Platz. Wartet. Tada! Also ich weiß ja nicht, wofür dieses Ding hier oben sein soll. Aber ich finde es eigentlich ganz schön. Ich glaube, jetzt geht es erstmal essen. Ich habe mir gerade schon die Anleitung beim Schreibtischstuhl angeguckt. Aber das sieht mir etwas zu kompliziert aus. Vielleicht frage ich Max, ob der mir gleich helfen will. Dafür brauche ich auch eine Bohrmaschine, um das aufgebaut zu kriegen. Aber wir essen jetzt gleich erstmal Nudeln. Ich habe schon so Hunger. Hallo, wir haben mittlerweile jetzt schon Sonntag. Wir haben in den letzten Tagen etwas mein Zimmer vernachlässigt. Also wir waren etwas faul. Wir wollten auch mal zum Meer und zum Strand. Aber mein Nachttisch steht ja jetzt. Mein Schreibtischstuhl habe ich übrigens auch schon aufgebaut. Also, oh Gott. Ja, den finde ich sehr schön. Und für meinen Nachttisch hier suche ich jetzt noch eine Lampe, die ich da draufstellen kann. Dann kann ich abends mal lesen oder so. Ich meine, ich habe ja auch hier die Lichterkette da hinten, aber ich wollte so eine Nachttischlampe noch haben. Und hier habe ich jetzt auch noch eine ganze Kiste gefunden mit Deko-Sachen. Ich kann mal gucken, was da ist. Also hier sind Bilder. Was ist da? Oh, das ist mein YouTube-Play-Button, glaube ich. Geil, ja, den habe ich auch mitgenommen. Dann habe ich hier noch Pflanzen drin. Ein Top, komischerweise. Ja, da muss ich gucken. Ah, da sind so eine Perlen. Ja, ich habe meine Perlen eingesteckt für die Perlenarmbänder. ich weiß, in der Kleiderkammer hier steht auch noch was rum. Also hier die Kiste. Da sind auch Schuhe, komischerweise, drin. Die sind aber nicht von mir. 1000 Stifte, Stiftebehälter und alles Mögliche. Also ich muss dringend jetzt mal mein Zimmer fertig bekommen. Vor allem Anni kommt am Freitag und da möchte ich schon was fertig haben, dass wir nicht hier im Chaos leben müssen. Aber ja, ich glaube, ich hänge meine Collagewand, die ich ja jetzt hier auch hatte mit den Beachbildern, die habe ich ja schon von zu Hause mitgenommen, hänge ich nicht da an der Wand auf, sondern eher hier beim Schreibtisch, weil ich das schöner finde und hier dann bei der einen Wand noch so ein paar Regale hinhängen kann. Ich wollte ja alles so ein bisschen Holz, Beach, Beige-Farben machen. Und da fand ich fast das ganz gut. Oh Gott, mit einer Hand kriege ich das jetzt nicht ausgepackt. Aber ich muss gleich eh noch zusammenbauen. Muss man das zusammenbauen? Nee, ich kann einfach an die Wand hängen. Da kann ich auch ein paar Bücher draufstellen. Weil ich habe auch Bücher mitgenommen. Die will ich auf jeden Fall auch wieder unterbringen. Harry Potter Bücher! Ja, die kommen alle hier an die Wand. Ich sortiere gerade ein bisschen meine Bilder, um die gleiche aufhängen zu können und auch ein bisschen das Gefühl zu kriegen, wie viele das sind. Die hängen jetzt hier aneinander. Oh Gott, das ist ein Fisch. Der hat mich ganz voll erschrocken. So, aber die sind alle sehr, sehr schön, finde ich, mit diesem Beach und der Fisch. Tada, soweit bin ich. Kurzes Update. Hängt noch nicht viel, aber ich finde, es sieht schon sehr schön aus. Ich mache es hier so ein bisschen verteilt, nicht so gerade, weil sonst sieht das so ordentlich aus. Und ich mache mir jetzt so erstmal was zu essen. Vielleicht mache ich mir ein Tomaten-Mozzarella-Brot. Ich habe Hunger. Boah, ich sag, ich beende jeden Satz hier mit, ich habe Hunger. So, die Brote sind fertig. Mama hat die Sachen jetzt belegt.
Und guckt mal, wir haben der Linda hier draußen in so einem Gehege gebaut. Also da kann die dann reingehen, weil wir wollen nicht, dass sie hinten ins Gebüsch geht und dann nachher wegkommt, wenn andere Katzen sind. Okay, das ist noch provisorisch hier. Müssen wir noch abtrennen, aber hier haben wir erstmal so ein bisschen Zaun hingemacht. Legt sich auch manchmal gerne unter den Schrank da. Hier ist jetzt gerade überall Sonne, aber die kratzt auch immer gern hier an den Bäumen. So rakelt die sich dann da so hoch. Oh, jetzt ist sie, glaube ich, gerade reingegangen. Da bin ich wieder! Und meine Collagewand ist auch fertig. Warte, ich zeig's euch mal. Ta-ta-ta-ta. Also ich habe es nicht bis ganz nach oben an die Decke gemacht. Auch nicht bis ganz nach unten, sondern einfach nur so ein bisschen verteilt, also als kleine Collage, weil ich hatte nicht so viele Bilder und ich finde es auch schöner, wenn das einfach so hier mittig ist. Da oben wäre ich eh nicht mehr dran gekommen. Hallo! Aua! Uff. Also, ich habe jetzt so viele IKEA-Sachen aufgebaut. Falls ihr mal jemanden braucht, einen Experten, der euch die IKEA-Anleitung erklärt, ruft mich an. Ich sehe doch immer schön in der Anleitung so drinne, so ein fragender Mensch so. Wenn man die Anleitung nicht versteht, der so ruft Ikea an, aber muss mich anrufen. Mein YouTube-Play-Button hängt, habe ihn aufgehangen. Da stehen noch coole Hähnchen, Zöpfe und Frisuren. Aber wenn ich mal irgendwann die 1 Million Abonnenten schaffen sollte und den goldenen Play-Button dann bekomme, dann steht da bestimmt Barbie Noel drauf. Also drückt mal alle auf den roten Abonnieren-Button da unten, dass wir bald den goldenen Play-Button aufhängen können. Und ja, mein Papa hat leider keine Schrauben eingepackt, das heißt, ich kann keine Regale aufhängen. Der hat mir jetzt nur Nägel mitgenommen. Und heute ist Sonntag, das heißt, wir können nicht in ein Geschäft gehen, in den Baumarkt und Schrauben holen. Jetzt müssen wir bis morgen warten. Muss ich mal schauen, was ich alles noch mit Nägeln aufhängen kann. Ja! Ich hatte doch letztens noch aufgebreitet. Warum ist die jetzt schon wieder so zerknüttelt? Yay, die Lichterkette hängt! Es ist zwar ein bisschen ungleich, wie ich jetzt gerade gesehen habe da oben, aber egal, ich mache es nicht nochmal ab. Das war so eine Friemelarbeit mit dem Tesafilm. Ich hoffe, das hält jetzt und nicht nur für 3 Sekunden. Yep, das Ganze hat genau einen Tag gehalten. Da muss ich mir irgendwas anderes überlegen. Ist doof, dass hier keine Lichterdinge mehr sind, aber ja, passt. So, da wir immer noch keine Schrauben haben und Papa auch keine Bohrmaschine eingepackt hat, gehe ich jetzt erstmal was. Oh, jetzt ist die Tür gegangen. Egal. Gehe ich jetzt erstmal was in den Pool. Boah, es ist so schön. Schönes Wetter heute. Es ist nicht so heiß. Gestern war es richtig heiß. Da war es über 30 Grad. Aber heute ist so 28 Grad. Perfekt. Und ja, jetzt bevor ich in den Pool springe, ist noch das Shoutout of the Day. Heute grüße ich mal die random Hannah. Sie hat geschrieben: Hey Mavi, ich hoffe, dir geht es gut und du wirst viel Spaß in Mallorca haben. Bin sehr aktiv auf deinem Kanal und kann es nie abwarten auf neue Videos. Ich liebe deine Videos, jedoch würde ich mich über mehr Videos freuen. Ich muss so lange auf das Video warten und es geht trotzdem so schnell vorbei. Ja, das Ding ist, ich mache schon so viele Videos wie möglich und ich schaffe leider immer nur eins die Woche oder manchmal halt auch mittwochs. Aber jetzt sind wir gerade umgezogen, da war es trotzdem ein bisschen schwierig, immer mit Videos halt zu produzieren und die dann auch zu schneiden und hochzuladen. Das dauert ja auch alles seine Zeit, aber ich versuche, so viele Videos wie möglich immer hochzuladen. Sie hat auch geschrieben, trotzdem feiere ich dich total, mach weiter so. Liebe Grüße, Hannah. Ganz liebe Grüße von mir zurück, Hannah. Und ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen und es hat euch allen gefallen. Lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da. Und ja, Freitag kommt die Anni, das heißt übermorgen. Heute ist Mittwoch, Donnerstag. Ja, übermorgen kommt die Anni. Und ich hoffe, dass ich noch bald die Roomtour für euch drehen kann, wenn mein Zimmer dann fertig ist. Darauf freue ich mich schon total. Und vielleicht kannst du mir ja bei der Roomtour helfen. Ja, lasst gerne einen dicken Daumen nach oben da und abonniert sehr gerne meinen Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bye, bye!